Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu Sabine Lienek TV. Heute habe ich nicht einen Gast, nein, ich habe gleich zwei, und zwar aus Russland. Elena Martin, sie ist Leiterin eines Gesundheitszentrums und auch Zentrum für Heilung. Und Alexander Kalenjuk, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aus Russland, Wissenschaftler, Forscher und auch Heiler. Und ich habe die beiden jetzt auch auf einer Messe kennengelernt. Es gibt ja keine Zufälle, und war Zeuge mit dem Dunkelfeld, was die beiden können und was sie anzubieten haben. Es wird aber so sein, Herr Kalenjuk, Alexander kann kein Deutsch sprechen, das heißt, Elena wird übersetzen. Erstmal begrüße ich euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr hier in die Sendung gekommen seid. Ich glaube, das wird er auch verstehen. Und fangen wir jetzt gleich mal mit Elena an. Elena, erzähl mal etwas über dein Zentrum, was ihr da genau macht. Und Alexander ist dann auch noch dran. Aber erstmal Ladies first bei mir, ja? Herzlichen Dank. Ich bin schon sehr lange Zeit in Deutschland, seit 91. Und seit 17 Jahren habe ich ein Orania-Zentrum in Würzburg in Deutschland. Ich bin die Gründerin und die Leiterin von diesem Zentrum. Und wir bieten fast jedes Wochenende Seminare zu der Persönlichkeitsentwicklung für die Heiler, für die Therapeuten, für die Masseure, für die einfach alle, die Interesse haben im alternativen Medizinbereich. Wir bieten auch Studienreisen an. Wir organisieren auch Kongresse, verschiedene Workshops in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, zum Teil auch in anderen Ländern. Und meine Referenten kommen alle aus Russland, weil ich selber halb Russin, halb Deutsch bin. Und ich möchte einfach, meine Aufgabe ist, das Wissen, das neue Wissen nach Europa zu bringen. Das ist meine Lebensaufgabe und das macht mir sehr viel Spaß, das mache ich sehr leidenschaftlich. Einfach neues Wissen über unser Planeten, über Medizin, über Gesundheit, über die Entwicklung. Und die Referenten geben ganz viele Seminare in diesen Bereichen, vielseitige Seminare. Die geben auch viele Heilsitzungen. Und in diesem Bereich arbeite ich auch mit vielen Forschern, alternativen Forschern, sehr bekannten Forschern in Russland, die dann auf der Gesundheitsebene etwas herstellen oder schöpfen aus dem Bereich Quantenphysik, alternative Medizin. Und deswegen, wir bieten auch anbieten in unserem Zentrum ganz tolle Produkte für Schutz von verschiedenen Einwirkungen. Kommen wir auch noch hin? Genau, das erklären ganz wir nachher viele auch. Sachen. Ja, was ich ja auch, also wirklich, es hat mich ganz baff gemacht, was ich erlebt habe mit euch. Da kommen wir ja auch gleich drauf. Das war für mich wirklich auch wie ein Wunder. Aber sag noch mal etwas bitte zu Alexander oder dass er sich selber vorstellt und du es übersetzt. Wer ist Alexander? Was macht er genau? Ja, wahrscheinlich werde ich so machen, dass ich einfach ihm das sage und okay. Er erzählt selbst. Er ist ein ganz genialer Mensch mit ganz einmaliger Technologie, die wir sehr gerne hier präsentieren möchten in Europa. Und wir wünschen, dass es einfach die Entwicklung bekommt. Technologie für die Bewusstseinserweiterung, für die Persönlichkeitsentwicklung, was ganz Tolles für den Schutz und für Gesundheitsaufbau. Alexander, скажите, кто вы, что вы? Откуда и кого, да? Так, ну что? Во-первых, очень рад приветствовать здесь всех в студии. Zuerst natürlich einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Спасибо за приглашение. Gerne, Alexander. Итак, чем мы занимаемся? Мы с приблизительно 2005-2006 года, то есть уже 12-13 лет, я и мои коллеги в Русском научно-техническом обществе занимаемся исследованиями метафизики. Seit 2005, das heißt ca. 12-13 Jahre, er arbeitet in einem wissenschaftlichen Forschungszentrum in Russland, Moskau, St. Petersburg. Und die machen dort mit vielen anderen Wissenschaftlern ganz viele Forschungen auf dem Gebiet Metaphysik. Сначала это была физика. Zuerst war das Physik. То есть физика мозга. Oder richtig gesagt, Physik fürs Gehirn. Das heißt, die haben sich beschäftigt ganz viel mit Gehirnentwicklung oder mit den Möglichkeiten vom Gehirn. Physika klетки. Dann ganz viele Forschungen auf dem Gebiet Zellebene oder Zellkernebene.
Но когда вы изучаете только факты физически, aber wenn man sich beschäftigt nur mit der physischen Ebene, nur die Fakten, grobstoffliche physische Fakten, как мы потом поняли, не хватает чего-то, что дает само понятие полноты этой картины. Wurde dann mit der Zeit wirklich klar, dass in diesem Ganzen etwas fehlt für die vollkommene Verständnis oder für das komplette Fassungsbild. То есть фактически до 2008, 2009, 2010 годов мы занимались только, как мы сейчас уже понимаем, просто сбором фактов. Das heißt, bis ungefähr 2008 wurden mehr die Fakten gesammelt. А вот с появлением в нашей жизни и в моей лично Николая Викторовича Левашова. Und dann in seinem Leben ist ein ganz genialer Mensch aufgetaucht, das ist der Nikolai Levashov. Вся картина физики, которую мы до этого изучали, das ganze Bild und das ganze Wissen über Physik hat sich verändert. Наконец-то приобрела смысл. Und das alles hat einen Sinn bekommen. То есть это не просто какое-то событие, которое вы видите. Das heißt, in Wirklichkeit wissenschaftliche Physik oder das, was im Leben passiert, das ist nicht einfach ein Ereignis. А знания приобретают уже способность объяснить, почему так происходит. Sondern man kann erklären, warum das so geschieht. А соответственно, когда вы что-то знаете, как устроено полностью, und wenn man weiß, wie etwas aufgebaut ist, wie etwas funktioniert, вы уже можете с этим работать не просто в качестве наблюдателя, man kann von einem Beobachter, а уже в качестве человека или существа, который может что-то менять, zu einem Schöpfer werden, der etwas ändern kann, улучшать, verbessern kann, развивать, entwickeln kann, и использовать это во благо человека, und как минимум. Nutzen kann zum Gunsten von Menschheit oder von Menschen. Also verstehe ich das richtig, dass das in der Sowjetunion jetzt schon so ist, dass alles, was ihr macht, was ja sehr spirituell ist, was ich jetzt so auch erlebt habe, dass das schon wissenschaftlich bewiesen ist, regelrecht? То есть то, что занимается тем, что занимается в России или в Советском Союзе, довольно спиритуальные занятия, на самом деле имеют какой-то научный подход и даже научные доказательства. Абсолютно верно. То есть одно дело — это действительно спиритуальные вещи, которые человек просто чувствует. Von einer Seite, das ist etwas Spirituelles, was die Menschen fühlen oder spüren. А другое дело, когда в этих спиритуальных наблюдениях вы находите закономерности. Und andere Seite, dass man in diesen spirituellen Dingen oder Geschehen findet man eine bestimmte Folgeweise. И вы начинаете понимать, как это устроено. Und man beginnt zu verstehen, wie das funktioniert. Собственно, так рождается любая наука. So wird jede Wissenschaft geboren. Сначала мы видим явление. Zuerst kommt Ereignis. Потом начинаем пытаться его объяснить. Und dann man versucht, das zu erklären. Поэтому вскоре мы, скорее всего, будем наблюдать рождение новой науки. Это метафизика. Deswegen demnächst wird neue Wissenschaft geboren mit dem Namen Metaphysik. Ja, das ist toll. Also ich durfte ja Zeuge sein, wie euer Generator oder Biogenerator heißt das ja? Urmateriegenerator. Wie der arbeitet und dass er arbeitet, kommen wir ja auch nochmal drauf zurück. Aber vielleicht könnt ihr nochmal erklären, was der genau macht, damit die Zuschauer auch verstehen, was ist ein Urgenerator, ja, Urgenerator. Genau, das heißt, diese Gesellschaft beschäftigt sich oder entwickelt diese ganz neue Technologien für die neue Zeit, Urmateriegenerator oder Generator der dunklen Materie. Und jetzt frage ich Alexander, was er dazu sagt. Okay. Что это за генератор? Что он делает? Что он делает? Значит, чтобы даже относительно кратко объяснить, что это такое, мне нужно, ну, как минимум, пригласить вас на мой семинар. И не на один. Um wirklich etwas richtig zu verstehen, soll er dann dich zu seinem Seminar einladen. Er bietet auch die Seminare hier in Deutschland an. Ja. Über Metaphysik, über Geheimwissen oder geheime Wissenschaften. Es ist wirklich etwas, was Zeit braucht und Bilder. Ja. Потому что кратко, конечно, это не объяснить. Kurz kann man das nicht erklären.
Ja, also was ich erlebt habe, das war ja dann schon, ich habe mir so kurz erklärt, dass dieser Generator über die feinstoffliche Materie wirkt, die um uns herum ist. Wir haben ja viele feinstoffliche Körper, nicht nur einen, mehrere, ne, wie ich das genau so richtig verstanden habe. Und dieser Generator wirkt eben aus der, von der Feinstofflichkeit dann in die Grobstofflichkeit. Ist das so richtig, wenn ich das mal, mal so in zwei Sätzen ganz grob erkläre, damit die Zuschauer wissen, über was wir hier reden? Ich weiß, das, ist, das trifft es sicherlich nicht genau, aber das ist das, was bei mir so rübergekommen ist. То есть можно сказать, что он воздействует на тонкие поля. Ну, vielleicht ein bisschen richtig, das ist eine Technologie, die ist entwickelbar, die entwickelt sich weiter. Mhm. Einmalige Technologie, die strukturiert, sättigt und bringt zur Ordnung die mhm. feinstofflichen Strukturen von Menschen von außen nach innen. То есть, если совсем кратко, то мы привыкли, что у нас есть только физика. Wenn man ganz kurz, ganz einfach erklärt, die meisten Menschen sind gewöhnt, das zu sehen, was wir spüren können. Ja? Das heißt, unser physischer Körper, Haut, Knochen, Fleisch. Вся наука всегда изучает только физику. Und die ganze Wissenschaft, Medizin und so weiter beschäftigt sich nur mit diesem physischen Körper. Это тоже правильно, с одной стороны. Das ist auch richtig. И некоторые моменты действительно можно починить только физикой. Und man kann tatsächlich etwas reparieren nur über diese grobstoffliche physische Ebene. Но существует и метафизика. Aber es gibt auch etwas anderes, was wir nicht sehen. То есть условно каждая клетка нашего тела и мозга и костей и так далее имеет не только физику. Jede Zelle unseres Körpers, egal welche Zelle, Knochenzelle, Gehirnzelle, Hautzelle, die hat auch noch metaphysische Komponente oder Bestandteile. Если схематично это изобразить, мы эту картинку потом в тексте покажем. Это клетка и еще несколько уровней метафизических клеток, точно такие же, как первые. Jede Zelle hat noch metaphysische Ebenen oder feinstoffliche Schichten, Körper. Wir zeigen dann noch im Film dann dieses Bild. Also das heißt, die Zellen, die im Körper sind, die gibt es noch mal so in unsichtbarer Form um unseren Körper herum? Heißt genau. Das mal? Ich versuche immer ganz einfach zu erklären. Genau, dass jede Zelle ja sowas hat, okay, und mehrere Ebenen. Mhm. Und gerade die formen dann das Grobstoffliche. Mhm. Соответственно, так как физика является отражением метафизики и наоборот. Die Zusammenwirkung ist in beiden Richtungen. Das Grobstoffliche ist es ein Abbild vom Feinstofflichen und das Feinstoffliche ist es Abbild vom Grobstofflichen. Es ist permanenter Zusammenfluss. Ja, das heißt, Bildung. Man müsste eben auch beides behandeln. Das wäre immer ganz gut. Also wäre am besten. Ebenfalls das Feinstoffliche, weil unsere Materie ist, das ist dann Fokus, das ist Spielbild, das ist dann Ergebnis von dem Feinstofflichen. Ja, es ist die Frage, wenn man jetzt nur das Grobstoffliche behandelt, aber ich meine jetzt auch biologisch, ne? Ich meine jetzt nicht chemikalisch, ist das denn auch eine Abstrahlung auf unsere Feinstofflichkeit oder nicht? Ist das so ein wechselseitiges Geben und Nehmen oder geht es nur in eine Richtung? Das wäre dann auch nochmal wichtig. Если работать биологически с физикой, с материей, то отражение идет и на тонких уровнях. Да, абсолютно верно. Не сразу, но идет. Nicht sofort, aber geschieht. И то же самое происходит в обратном направлении. Und gleichzeitig das passiert immer wieder in die andere Richtung. Wenn etwas sich verändert im Feinstofflichen, wir bekommen als Folge oder als Nebeneffekt Veränderung auf der grobstofflichen Ebene. Вот если очень-очень грубо и кратко сказать, то практически любая болезнь начинается не отсюда, а отсюда. Und wenn man jetzt wirklich über die Ursachen von Krankheiten spricht, fast jede Krankheit beginnt nicht in der Materie, die beginnt im feinstofflichen Bereich. И, соответственно, если его начать чинить вот здесь. Und wenn man das Feinstoffliche, Metaphysische beginnt zu reparieren, zuerst oder vorher, то здесь результат проявится уже автоматически, самостоятельно. Dann Ergebnis haben wir auf der materiellen Ebene automatisch. Таким образом, но это очень кратко. Was ich ja sehen konnte. Ganz kurz, aber ja. So. Ja, sehr gut. Habt ihr sehr gut erklärt. Ich habe ja auch gesehen, an eurem Stand war auch reges Treiben. Und ich habe euch ja dann eingeladen zu einem kleinen Experiment an meinem Stand. Ich habe ja da
muss ich den Zuschauern sagen, ich hatte da ein Dunkelfeldmikroskop und habe da mal so kleine Stichproben gemacht bei den Messebesuchern, wie ihr Blut ist. Und ja, wir haben uns dann verabredet, dass wir so ein kleines Experiment machen mit dem Generator. Und dann hat das dann auch Gott sei Dank geklappt. Und ich hatte jemanden am Stand, der ein sehr, sehr schlechtes Immunsystem hatte, also eine sehr starke Immunschwäche. Das konnte man im Blutbild sehr gut sehen bei ihm, weil die Milz war also verklebt und verkalkt. Und die Leukozyten, das sind ja die weißen Blutkörperchen, die ja unser Immunsystem eben auch mit ausmachen, die waren sehr schlecht beieinander. Also ich sehe das im Dunkelfeld immer so, wenn die so klein sind und sich gar nicht bewegen und so starr. Ich nenne sie dann immer kleine blaue Zwerge. So heißen sie nicht, das können Sie gleich wieder vergessen. Aber ich nenne es dann einfach so. Ich versuche das immer so zu machen, dass die Menschen es verstehen, die Patienten es verstehen. Und es war auch von der Abwehr. Normal sieht man im Plasma so wie so Schneegestöber, Symprotiten heißen die, jetzt muss ich leider diesen Ausdruck benutzen. Das ist da, wenn das Immunsystem gut ist. Das war überhaupt nicht vorhanden bei dem Herrn. Und dann kamen die beiden ja, und haben direkt neben diesen Blutstropfen, ich hatte den auf so einem Glasplättchen gelegt, ihren Urgenerator, sage ich das jetzt richtig, Urmaterie-Generator gelegt. Und wir haben dann, wir haben erstmal abgewartet, ob da was, überhaupt was passiert. Und ich muss sagen, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, und wir haben alle nicht gewusst, was jetzt passiert. Du sagtest ja, es könnte jetzt Stunden dauern oder Tage oder Wochen oder so. Nein, so war es aber nicht. Es ist sehr schnell etwas passiert. Es war also innerhalb weniger Minuten. Und wir wollen Ihnen das auch mal zeigen. Wir haben so einen kleinen Film vorbereitet. Und da sieht man in dem Film die roten Blutkörperchen dieses Mannes. Und man sieht, dass das Immunsystem schwach ist, die Leukozyten, die Kranken. Und wirklich, es waren nur einige Minuten, ne? Waren es 5 Minuten oder so? Es war sehr, sehr kurz. Mhm. Wir schauten da wie gebannt drauf alle und wir hatten auch eine Traube Menschen um unseren Stand, die waren alle sehr interessiert. Sah ich dann auf einmal, erst dachte ich, naja, es ist jetzt vielleicht mal so nur 1, 2 oder so, dass diese Leukozyten, und das können Sie auch im Film sehen, dass die groß wurden. Denn wenn sie gesund sind, sind sie groß und haben wie so Gesichter. Und sie fingen an, sich zu bewegen, also so wie Amöben durchs Bild. Und sie flitzen dann richtig durch. Und auch die Abwehr, diese Symprotitentätigkeit, die war auf einmal auch da. Und wir sahen ja nur diesen winzig kleinen Ausschnitt. Und wir haben dann, habe ich natürlich gedacht, okay, ich muss sehen, ob das überall so ist und bin dann ganz durchgefahren durch den gesamten Bluttropfen und tatsächlich, es war überall so. Und ich saß da wirklich völlig geplättet. Wie kann es sein, bei einem Menschen, der also wirklich also sehr krank war, sehr starke Immunschwäche hatte, dass innerhalb von wenigen Minuten das Immunsystem so aufgebaut wird. Also das habe ich also mit den beiden erlebt. Sie können das also im Film, den wir so kurz einblenden, auch sehen oder Sie haben es jetzt gerade auch gesehen. Как может такое произойти, что человек, который давно болен, хронически болен, имеет очень слабую иммунную систему, у него такое пошло воздействие быстрое? Что вот, произошло? Вот как раз таки то, что видели вы и то, что было запечатлено на видео, это следствие работы метафизики. Das war gerade, was wir gesehen haben, es war wirklich auch Überraschung für uns, weil diese Möglichkeit hatten wir früher nicht. Das war gerade die Folge, die Wirkung, die Nebenwirkung der, von der Metaphysik, von der metaphysischen Einwirkung. Das ganz schlechte Nebenwirkung. Ist ja wunderbar, dass das Immunsystem so nach oben gehoben wird. Eine so positive Nebenwirkung. То есть со стороны, да, это выглядит как ниоткуда чудо. Wenn man es von jetzt als Laie zuschaut, ist es wie von Wunder. Ja. Ja, passiert etwas. Man weiß es gar nicht, warum und wieso, aber es ist etwas geschieht und das Blut beginnt sich zu verändern. Но когда вы в чем-то разбираетесь, чудо перестает быть чудом. Aber wenn man weiß, was geschieht, diese Wunder hört auf, als Wunder zu sein. Чудо und man weiß ganz genau, was da war. Да, чудо становится практикой. Diese Wunder wird zur Praxis, praktische Erfahrung. Наверное, естественно, вопрос возникает, как? Wahrscheinlich kommt jetzt die Frage, wie?
kann man so einwirken. Ja, aber ich glaube, das könnt ihr nicht so schnell erklären, oder? Könnt, wenn ihr das in ein paar Sätzen erklären könnt? Ну, если очень быстро. Wenn man ganz schnell. Мы все пытались определить, как же выглядит этот генератор и как его объяснить человеку. Einfach mal zu Verständnis. Was ist das, ein Generator der Urmaterie? Ja, genau. Wie sieht er aus? Weil oft wird gefragt, wie sieht es aus? Was macht er? Genau. Und von wo kommt er? Und so weiter. Wo geht er hin? Genau. Ja. Да, соответственно, самым лучшим его описанием где-то года 4-5 назад дал один человек самое лучшее описание, как он выглядит. Vor circa 4 Jahren war eine ganz tolle Beschreibung oder Wiedergabe, was das wirklich ist, Urmaterie-Generator. Он показал очень простую вещь. Вот так. So wurde gezeigt. Да, может быть, про кинофильм сказать. Да, 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 но это то, что он видел. Да. Aber das, was die Hellsichtige sehen konnten. А если говорить ну, относительно нормальным языком, это метафизическая структура. Das ist ein metaphysische Struktur. Но размеров там нет понятия, но условно вот in Metaphysik gibt's keine Größe, keine Entfernung, которая состоит из нефизической плоти. Und diese Struktur besteht aus nicht physischer Dichte. Имеет в себе высочайший уровень интеллекта. Hat ein sehr, sehr hohe Intellektebene. И перенаправляет и распределяет потоки первичной und материи. Und kann, hat die Fähigkeit, die Strömungen von den Urmaterien zu verteilen. Туда, куда требуется, steuern, по задаче оператора. То есть по... In die Richtungen, wo Bedarf ist. То есть по задаче человека. Das heißt, nach der Aufgabe eines Menschen. То есть если мы говорили о вот этом. Wenn man spricht jetzt über das Blut, о крови. Да, то направление было на следующие уровни, метафизические уровни крови. Dann war hier Einwirkung auf die metaphysische Ebene vom Blut. Und die wurden korrigiert, strukturiert, gesteuert. Und das hat sich gezeigt auf dem Bildschirm als Veränderung auf der grobstofflichen Ebene. Ja, соответственно, то, что вы видели, это было проявление на физике. Und das, was wir alle gesehen haben, das war dann die Verdichtung und die Wirkung auf der physischen Ebene. Через какое-то время, это было 10-15 минут. Nach einer bestimmten Zeit, das waren circa 5 oder 10 oder 15 Minuten, ja. Этот процесс можно контролировать. Diese Prozesse kann man kontrollieren. Ему можно поставить определенную задачу и время ее исполнения. Man kann diesen Prozessen, die kann man steuern, das heißt, man kann Zeit bestimmen, Zeitgrenzen bestimmen, man kann die Richtung oder die Aufgabe bestimmen, was passieren soll oder wo soll hingehen. Ну и, собственно, некий промежуточный результат вы видели. Und dann schaut man und wartet man auf die Ergebnisse. Das heißt also, wenn man nicht krank ist, dann wirkt es eben auch als Schutz, ne? Auch, а müsste ja eigentlich auch sein. То это для него защита. Защита. И вот эти уровни имеют немножко разную природу. Вот это важно сказать. Schutz und feinstoffliche Ebenen, das sind Dinge unterschiedlicher Natur. Каждая клетка и с физикой, и с метафизикой имеет вокруг себя защитное поле. Jede Zelle grobstoffliche mit feinstofflichen Schichten, metaphysischen Schichten, hat um sich herum eine Schutzhülle oder Schutzschicht. Соответственно, все клетки в организме человека также имеют это поле защиты. Das heißt, alle Zellen in unserem Körper haben ein Schutzfeld. И вот это является защитой человека. Und diese, die Summe von allen Schutzfeldern, von allen Zellen, bildet Schutzhülle eines Menschen. Это то явление, когда мы, например, чувствуем, что в комнату зашел сильный человек. Und so kann man die starke Persönlichkeiten, charismatische Persönlichkeiten spüren, ja, wenn die reinkommen, ohne wenn dass man die sieht, man kann deren Schutzfeld, deren Grenze wahrnehmen, spüren, fühlen, wissen. Das ist diese starke Aura, die man oftmals genau, wahrnimmt, wenn jemand reinkommt. Genau, das ist dieses Schutzfeld. Это, естественно, простыми словами. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Okay, dann, ja, ich dann muss mal zum Seminar kommen. Ich merke das schon mal, es interessiert mich sehr. Zumal Physik, ich habe damals, als ich Abitur gemacht habe, sogar ein Physik-Abitur gemacht. Also ich bin da wirklich sehr interessiert. Nun habt ihr das angeboten, ich trage das ja auch, als ihr bietet das an als Armbänder und auch als Ketten, dass der Urgenerator da drin
Ihr habt auch mal so ein paar Stücke mitgebracht, ne? Genau, es gibt für die Menschen, für die Tiere, für die Kinder Pflanzen und Räume. Für Räume auch? Ach, ist genau. Das hier dieser? Das ist für den Raum. Ach, das sieht auch hübsch aus. Was ist? Ich kann das jetzt Generator ist drin. Und das wirkt so, dass die Leute im Raum erstens stärkeres Schutzfeld bekommen. Das heißt, die werden geschützter von den negativen Einwirkungen. Mhm. Und das Wichtigste ist immer Persönlichkeitsentwicklung. Es ist immer wieder aktives Gehirn da und man wird klarer, konzentrierter. Braucht weniger begabter, Schlaf. Intelligenter. Das kriege ich hier schon mit, dass ich jetzt also so wenig schlafe. Genau. Ja, also von der Energie her ist das schön. Und was würdet ihr denn eher immer empfehlen, ein Armband zu tragen oder eher eine Kette? Oder kommt das einfach auf den Geschmack an? Oder gibt es da Unterschiede in der Wirkung? Что лучше носить, кулон или браслет? Есть какая-то разница? Или что вообще мы рекомендуем? Ну давайте так. Между кулоном и браслетом разницы нет? Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Okay. Только. Wir sind nur Träger. Nur in der Schönheit. Kann man so sagen. Только форма, да, форма. Ja, das ist nur die Form. То есть кому удобнее так, кому удобнее так. Manche mögen am Hals was haben, die anderen mögen was am Handgelenk. Man muss gar nicht tragen am Körper, das kann in der Tasche liegen, das kann auch in der Schublade sein. Да, правильно. Also wird man dann gar nicht mehr krank oder nur noch ganz selten. То есть с этим не будешь болеть или редко? Ну, из личного опыта я не болею 8 лет. Aus der persönlichen Erfahrung, ich kann jetzt über sich sprechen, er war die letzten 8 Jahre kein einziges Mal krank, auch keine Erkältung. Sehr gutes Zeichen. Und auch immer fit drauf. И всегда бодрый и в бодром состоянии. Да, всегда бодрый, в бодром состоянии. Это верно. Auch immer mit ganz viel С достаточно Energie. Серьезной защитой по, назовем ее, метафизической энергии. Gleichzeitig mit ganz starkem Schutzfeld. Потому что это тоже накопительный эффект. Weil Schutzfeld, das ist auch etwas, was man aufbauen muss. Also der Generator baut langsam auf. Baut die feinstoffliche Körper auf. Obwohl da bei unserem Beispiel ging es schnell, ne? Хотя у нас на примере с кровью это было очень быстро. Да, это было быстро, но это было начало только. Das war nur der Anfang. Да, это, так скажем, была демонстрация. Das war eine Demonstration. Und das wirkt natürlich auch bei dem Herrn weiter. Ja, это дальше воздействует на человека, это, если он... Да, мы выставляем определенное время под эту задачу, и задача исполняется. Man kann hier Auftrag geben, Generator ist sehr intelligent, man kann Auftrag geben bis zu bestimmter Zeit, das und das, und das arbeitet. Человек сам управляет им. Und der Träger oder der Mensch, der Besitzer, selbst steuert seine... Prozesse, das heißt, wenn ich meine Gedanken jetzt, kann ich hier so reingeben und der Generator macht das, was ich möchte, so? То есть, если она направляет свои мысли, генератор, он делает то, что она хочет. Да, в пределах разумного. Раз. Erstens in den Rahmen von etwas Vernünftigem. Naja, да. И в пределах не внедрения в чужую волю. Und man darf hier auf keinen Fall der gesetzte freie Wille brechen. Да. Das ist, glaube ich, ein Gesetz überall so. Для себя, да, но не во вред другим. Das heißt, für mich selbst ja, aber zu keinem schädlichen oder keine schädliche Einwirkung auf die andere. Heißt das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt meine Gedanken hier reingebe, dann wird das aufgenommen von dem Ur-Materie-Generator und er sorgt dann dafür in den feinstofflichen Schichten, dass das passiert? Ist das so richtig? То есть, она дает свою мысль этому генератору, он направляет тонкие поля и происходят изменения. Абсолютно верно, но для того, чтобы дать хорошую и правильную команду, вы должны знать свою проблему. Hier ist eine Nuance, die ganz wichtig ist, einen richtigen Befehl oder Wunsch zu geben. Man muss sich sehr gut auskennen mit dem Thema oder mit dem Problem. То есть чем глубже вы знаете свою проблему, je detaillierter und tiefer kennt man sich aus mit dem Thema, тем быстрее пойдет процесс. Desto schneller wird Genesungs- oder Veränderungsprozess stattfinden. Also ist es gut, ein Seminar auch zu besuchen, um damit gut umzugehen, ja? Ja, oder einfach, wenn ein Thema vorhanden ist, gesundheitliches, seelisches, soziales, je mehr man sich auskennt, desto schneller kommt Ergebnis. Ja, was wünscht ihr euch jetzt so für eure Zukunft? Что ты желаешь для своего будущего? Для своего личного.
Für persönliche Zukunft? Nee, berufliche natürlich, also persönlich. Наверное, для общего. Для общего. Nicht privat. Для общего будущего я желаю, наверное, то, что когда-то... Euer Auftrag so, ne? Was да, möchtet ihr erreichen? Задача, да, то, что когда-то мы искали и все-таки наконец-то нашли. Это развитие. An der ersten Stelle Entwicklung, ja, das heißt, nach was wir alle gestrebt haben und das, was wir mal alle hatten, eine Weiterentwicklung, dass es einfach vorantreibt. Потому что без развития человек не имеет смысла жизни как такового. Ohne Entwicklung unser Leben hat keinen Sinn. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, möchte ich sagen. Ja. Möchtet ihr noch irgendetwas Wichtiges sagen? Sonst würden wir что-то может быть еще важное, что бы ты хотел сказать? По поводу человечества или по поводу и zum Thema Menschheit ja. oder zu Thema Gesundheit oder zu was? Man kann ganz viel sagen. Ja, wir werden ja auch noch einige Sendungen mit euch haben. Was wäre wichtig jetzt deiner Meinung nach als Schlusswort für die Zuschauer? Ich fand das Schlusswort eben schon sehr schön, indem ihr sagtet, ihr möchtet das den Menschen wieder zurückbringen und so, dass sie, ja, dass sie sehr viel Nutzen davon haben und dass es bekannt wird und so. Das ist ja schon eine schöne Sache. Und was ich jetzt persönlich ganz toll finde, ist, dass es so in Schmuckstücken ist. Also ist doch, was gibt's Besseres, ne? Oder? Да, то есть это и в украшениях, и одновременно и развитие, и защита, и здоровье. Абсолютно верно. И это только начало. Und das ist auch nur Anfang. Это огромный инструмент, с которым можно... Ur-Materie-Generator, das ist Werkzeug der Zukunft. Да, с которым можно... Grenzenlos. Получить очень интересные и возможности, и способности. Man kann mit dieser Technologie unwahrscheinliche Fähigkeiten, Eigenschaften und Ergebnisse bekommen. Das ist nur super. Der Anfang. Na, dann freue ich mich ja. schon hier, mein liebes Armband. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Die Zeit ist jetzt leider rum, aber wir werden bestimmt noch mal eine Sendung machen, weil ihr habt so viele tolle Themen. Da möchte ich schon gerne mal drauf eingehen und auch mal zu einem Seminar zu euch kommen. Dann kenne ich mich noch viel besser aus. Danke. Für mich war es auch neu. Ich danke euch auch. Danke. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Und bevor Sie nächste Mal ein Schmuckstück kaufen, überlegen Sie doch mal, vielleicht wäre es ja ganz, ganz sinnvoll, hier zu investieren, weil da tun Sie auch noch was Gutes für Ihre Körper, Seele und Geist. In diesem Sinne bedanke ich mich auch und ich hoffe, Sie bald wiederzusehen bei Sabine Lienek TV. Auf Wiederschauen.